Er ist der größte Wirtschaftsbetrüger der deutschen Geschichte. Auf der ganzen Welt gesucht, Jan Marsalek, einst Chef von Wirecard. Wo steckt dieser Mann? Können Sie Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Fragen, die die deutschen Ermittler auf ihren Fahndungsplakaten stellen. Doch eine Bildrecherche zeigt jetzt, nicht nur deutsche Geheimdienste kannten Marsaleks Versteck in Russland, sondern auch die damalige Kanzlerin. Ja, und sogar noch mehr. Ja, das Angebot für eine Befragung, ein direktes Treffen mit Marsalek, hat die Bundesregierung nach Bildinformationen ausgeschlagen. Er steht noch immer auf der Most Wanted-Liste der Strafverfolgungsbehörden. Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek. Seit Juni 2020 wird weltweit nach ihm gesucht. Erst vermutet man ihn auf den Philippinen, dann in China und schließlich in Russland. Dort soll er sich auf dem Gelände des Militärgeheimdienstes nahe Moskau aufhalten. Hat die damalige Kanzlerin Angela Merkel versucht, das Bekanntwerden dieser Informationen zu verhindern? Nach neuen Bildrecherchen kannte der Bundesnachrichtendienst, der damaligen Bundeskanzlerin unterstellt war, das Versteck Marsaleks in Moskau. Und möglicherweise wohnt er dort bis heute. Das Brisante? Der russische Geheimdienst bot 2021 sogar eine Vernehmung Marsaleks an. Der BND beantwortete dieses Angebot aber nicht. Merkels Kanzleramt wusste also über den Vorgang Bescheid. Aussagen Marsaleks kurz vor der Merkel-Vernehmung im Wirecard-Untersuchungsausschuss und im aufziehenden Bundestagswahlkampf waren ein politisches Risiko. Wollte man das vermeiden? Ein Regierungssprecher teilt auf Bildanfrage mit, die Bundesregierung nimmt zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten der Nachrichtendienste betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung. Jan Marsalek ist die Schlüsselfigur im Wirecard-Skandal. Er soll beim Zahlungsdienstleister Bilanzen im großen Stil gefälscht und künstlich aufgebläht haben. So soll es zu Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro gekommen sein. Die Folge? CEO Markus Braun muss sich vor Gericht verantworten. Die damalige Kanzlerin Merkel und der damalige Finanzminister Scholz müssen vor einem Untersuchungsausschuss aussagen. Denn laut Ministerium wusste Scholz bereits Monate vor dem Zusammenbruch Wirecards von Ermittlungen der BaFin gegen das Unternehmen. Und trotzdem machte Merkel noch Werbung für Wirecard auf ihrer China-Reise.